Ihr Handwerkszeug sind Schere, Kamm und Farbe. Und dennoch unterscheidet sich die Firmenphilosophie der Schwefelfriseure von derer anderer Salons. Ein alter Handwerksbetrieb in 14. Generation, modern und mitarbeiterfreundlich. Haarklein ist jeder Tag durchgeplant, nur weniges überlässt Geschäftsführer Daniel Schwefel dem Zufall. Alles hat Struktur. Der Kunde merkt davon nichts und taucht ein in das Erlebnis Friseur. Stress und Sorgen bleiben vor der Ladentür. 0815 gibt es bei uns nicht und wir legen immer die Messlatte sehr hoch und möchten das auch durchziehen. Auch der Spruch, so wie immer, existiert bei uns nicht. Die Geschicke der Firma, die märkische Köpfe schöner macht, hat Vater Peter Schwefel 2008 in die Hände seines Sohnes gelegt. Der Juniorchef entwickelte Konzepte und Regelwerke und stellte damit alles auf den Kopf. Ein Plan, der aufging. Ein 15-köpfiges Team aus Mitarbeitern und zwei Auszubildenden hat haargenau verinnerlicht, was Kunden zufriedener macht. Ich habe festgestellt 2008, dass ich als Chef alleine das gar nicht bewältigen kann, so ein Unternehmen zu führen. Und deswegen haben wir ein Führungsteam erarbeitet und Strukturen erarbeitet, wo jede Mitarbeiterin sich mit einbinden kann. Und es wichtig ist, dass es ein Regelwerk gibt. Ansonsten funktioniert es nicht in so einem großen Team. Ob die Hochsteckfrisur für den schönsten Tag im Leben. Oder einfach nur waschen, schneiden, legen. Das mehrfach preisgekrönte Schwefel-Team hat Spaß bei der Arbeit und wird dafür vom Chef mit Weiterbildungen belohnt. Die Kollegen werden immer wieder geschult in verschiedenen Seminaren. Master of Color ist eine große Sache von Wella, die angeboten wird. Das ganze Team ist im Herzen Friseur. Fähig und Fertigkeiten sind eben nicht an den Haaren herbeigezogen.